Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Es ist schon am Abend, deswegen ist die Beleuchtung nicht so besonders gut. Bitte über diese Bildqualitäten hinwegzusehen. Ich begrüße euch recht herzlich in meiner Psychotherapiepraxis und ich möchte dem Wunsch entgegenkommen. Viele haben den Wunsch geäußert, ich sollte eine Simulation in Fortsetzungen machen. Das will ich jetzt gleich versuchen. Ich beginne jetzt eine neue Simulation. Es geht ums gleiche Thema, um die Situation zwischen Psychotherapeutin und Klientin. Lass dich überraschen, freue mich auf deine Kommentare, freue mich auch über dein Abo. Das gibt mir Ansporn, weiterzumachen, mir die Zeit sozusagen zu stehlen, diese Videos zu machen. Du weißt, ich habe genug zu tun, aber mir ist es auch wichtig, über YouTube, über dieses zeitgemäße Medium, über diese zeitgemäße Informationsplattform, wenn du so willst, Psychotherapie salonfähig und verständlicher zu machen, damit auch Ängste abgebaut werden, die fälschlicherweise mit Psychotherapie... Ich sehe so dunkel aus. Mal schauen, ob das besser wird so. Ja, die Kamera macht, was sie will, ne? Also Ängste abzubauen, Blockaden abzubauen, Hemmschwellen abzubauen, sodass du dir deine Psychotherapeutin suchst, wobei es wichtig ist, wirklich darauf zu achten, ob das auch passt zwischen dir und deiner Therapeutin und allfällige Problemchen oder Hemmungen oder Schwierigkeiten, dich zu äußern, anzusprechen. Sprich es einfach an. Das sieht aber echt nicht gut aus. Es ist so dunkel, so extrem dunkel. Macht das irgendwas? So, jetzt war ich kurz mal hell. Tja, also meine Lieben, ihr seht es ja trotzdem, Klientin, Therapeutin. Hier bin ich jetzt als Therapeutin auf dem Therapeutinnenstuhl und simuliere eine Situation in einer Psychotherapie. So, Sie haben mir gesagt, Frau Wallner, dass Sie ein Tagebuch über Ihre Angst schreiben und dass Sie... wegen Ihrer Borderline-Persönlichkeitsstörung nochmal in sich gehen. Sie haben ja diese Diagnose letzte Woche von Ihrem Psychiater bekommen, oder das ist schon 14 Tage her, ne, Frau Wallner? Ja. Und, und ich würde mich einfach freuen, wenn Sie mir jetzt so ein Update geben, was so die letzten Tage, die letzte Woche passiert ist, und wenn nichts passiert ist, einfach so Ihre Befindlichkeit versuchen, ein bisschen zu schildern, ja, und wie es Ihnen mit der Diagnose einerseits geht, ob Sie sich damit identifizieren, ob Sie das Gefühl haben, es ist eine Fehldiagnose, haben wir letztes Mal schon gesprochen, ne, dass es so ein bisschen ambivalent ist bei Ihnen momentan. Ja, und wie das ist jetzt mit Ihrem, Sie haben erzählt, Ihre Symptome, ne, die Sie haben, ich will es jetzt nicht aussprechen, weil es ein Trigger sein könnte, ob das jetzt so auf Kurs gekommen ist, wie wir es besprochen haben, ob Sie da schon eine Veränderung merken. Ja, würde mich freuen. Ja, also ich wollte eigentlich überhaupt nicht herkommen. Jetzt schauen Sie groß, ne? Schauen Sie mich groß an. Aber ich wollte überhaupt nicht herkommen, weil ich das letzte Mal echt... Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber Sie haben mich total gekränkt, ja. Also es war echt schlimm für mich. Ich habe mich das letzte Mal echt geöffnet und hatte das Gefühl, ich bin endlich bei jemandem, der mich versteht. Und dann haben Sie mich echt total enttäuscht, weil Sie haben eigentlich, als ich Ihnen das mit der Diagnose sagte von dem Psychiater, ja, da haben Sie dann so reagiert, so, ja quasi, das ist ja total klar, dass ich eine Borderlinerin bin, das war ja Ihnen von Anfang an klar, und Sie haben auch kein einziges Mal dieses Wort im Mund genommen, und als ich mal, das weiß ich noch ganz genau, das ist 3 Wochen und 3 Tage, da hatte ich dieses Wort im Mund genommen, Borderline, dass ich selber glaube, oder dass mir das schon mal jemand gesagt hat, ja, und da haben Sie mir widersprochen, also ich weiß überhaupt nicht, ob ich Ihnen noch vertrauen kann. Sie wissen, ich habe echt viel von Ihnen gehalten, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob Sie das sind, wofür Sie gehalten habe, ja? Also, und diese Frage, ob ich mich mit der Diagnose identifiziere, was wollen Sie mit der Frage überhaupt? Also, ich weiß echt nicht, ob das noch Sinn macht. Ich habe mich auch bei dem Psychiater über Sie beschwert, ja? Also, ich denke, ich muss Ihnen das jetzt so sagen. Frau Hofer,
Sie sind meine Therapeutin seit einem halben Jahr, okay, aber ich habe echt Beschwerde gegen Sie eingereicht bei dem, also eingereicht, Blödsinn, eingereicht, nicht bei Gericht oder so, das kann man ja auch gar nicht, aber ich habe echt, nein, also ich wusste überhaupt nicht, ich bin fast zersprungen nach der letzten, also nicht unmittelbar nach der letzten Stunde, aber ach, ich hätte jetzt schon wieder. Ich würde jetzt am liebsten ins Bad gehen bei Ihnen da und nein, also Sie sind mir auch keine Hilfe. Ich kann Ihnen, glaube ich, nicht mehr vertrauen. Wie soll ich Ihnen vertrauen? Sie haben das letzte Mal Ihr Handy angeguckt, als Sie mit mir gesprochen haben. Vergessen? Vergessen? Ja? Ich gehe jetzt wieder in die Rolle der Therapeutin. Frau Wallner, das macht mich jetzt sehr betroffen, dass Sie nur negativ momentan mir gegenüber gestrickt sind. Das erstaunt mich auch, weil als Sie reinkamen, haben Sie mir ja ganz normal zugelächelt. Und ich merke auch, dass Sie sich auf das Thema jetzt nicht einlassen mögen. Also das mit der Diagnose. Sie sind ja momentan ziemlich aufgebracht. Jetzt wollte ich Sie fragen, was hat es jetzt mit dem Vertrauen? Es gilt jetzt wirklich, dass wir, es geht jetzt wirklich darum, dass wir beide entscheiden, ob wir diese Sitzung jetzt als Psychotherapiesitzung weiterführen. Das heißt, kooperieren im Sinne Ihres Heilungsvorganges, Geschehens, wie auch immer. Oder ob wir jetzt auf einer übergeordneten Ebene einfach reden, ist die Therapie überhaupt zwischen uns beiden noch möglich? Ist überhaupt noch Vertrauen von Ihrer, so habe ich das herausgehört, also ist von Ihrer Seite überhaupt noch so viel Vertrauen da, dass Sie mit mir Therapie machen können? Was Sie jetzt dem Kollegen, dem Psychiater erzählt haben, das weiß ich nicht. Ja, er hat mich um einen Rückruf gebeten, ich habe noch nicht zurückgerufen. Offensichtlich hat sie irgendetwas in der letzten Sitzung sehr beunruhigt. Und ich würde Sie jetzt einfach bitten, nochmal durchzuatmen und auch wenn Sie jetzt momentan ein Vertrauensproblem haben, ja, dass wir einfach auf Augenhöhe drüber sprechen, wenn es Ihnen recht ist, wenn es Ihnen möglich ist. Aber ich finde es gut, dass Sie die Kritik äußern, ja. Nicht so gut finde ich, dass Sie gleich zu dem Kollegen gegangen sind, zu dem Facharzt für Psychiatrie. Eigentlich wäre es schön gewesen, wenn Sie zuerst mir jetzt hier in dieser Stunde die Kritik geäußert hätten. Weil, wenn Sie sich erinnern, also in der letzten Sitzung, das war alles Harmonie pur und Sie haben mich gelobt und Sie haben mich, wir haben ja darüber gesprochen, diese Idealisierung, erinnern Sie sich? Ich glaube, das war vorletzte Sitzung, ja? Da haben wir über die Idealisierung der Psychotherapeutin gesprochen. Da haben Sie mich ja nur im besten Licht mit der rosaroten Brille gesehen und jetzt, momentan, darf ich Sie darauf hinweisen, sehen Sie mich momentan nur mit der ganz der schwarzen, der finsteren Brille und haben mich total abgewertet, so scheint es mir. Ich stelle es mal so in den Raum, wie ich es erlebt habe. Ja, ich merke, Sie sind sehr unruhig. Was können wir beide jetzt tun, dass die Situation etwas entspannter wird? Ja, entspannter wird. Da ist nichts zum entspannter werden. Zuerst muss das geklärt werden, was der letzte Stunde war, ne? Also mit dem Handy einerseits. Das geht nicht, dass wenn ich da bin, ne, und bezahlt wird für die Stunde von der Kasse und ich zahle ja auch, also einen Teil zahlt die Kasse. Sie sind Ihnen ja bewusst und Sie haben Ihre Dienstleistung nicht so vollbracht, wie es hätte sein sollen. Und ja, und das mit der Idealisierung, das ist jetzt also nicht das Thema, ja. Also, Frau Hofer, ich möchte Sie bitten, jetzt beim Thema zu bleiben, weil ich habe das dem Arzt alles erzählt, wie Sie sich benommen haben. Also, ich habe mich überhaupt nicht verstanden gefühlt von Ihnen, ich habe mich überhaupt nicht wahrgenommen gefühlt und das muss ich, Sie haben mir selber gesagt, ich soll das auf den Punkt bringen. Cut, meine Lieben, das war so Teil 1 einer Person mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, Diagnose zumindest, habt ihr ja rausgehört. Sie hat gerade erst die Diagnose von ihrem Facharzt bekommen, ist momentan in einer Abwertung der Therapeutin, hat sie offensichtlich vorher idealisiert gehabt. Ja, so schnell kann es passieren, dass eine Therapeutin sozusagen das Gesicht verliert, weil irgendetwas anders interpretiert wird. Und das ist eben das haarige Problem, das ist eben das, was viele
Kolleginnen und Kollegen auch so ein bisschen aufmerken lässt, wenn es heißt, jemand hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, dann ist es wirklich oft so, dass man extrem in den Himmel gelobt wird und dann das nächste Mal eben verunglimpft wird. Es muss nicht so krass sein wie bei dieser Klientin, dass gleich ein Kollege sozusagen informiert wird, wie schlecht man arbeitet. Aber auch das kann natürlich der Fall sein. Ich habe jetzt ein krasses Beispiel gezeigt. In der nächsten Sitzung dieser beiden will ich einfach zeigen, wie sich das dann wieder auflöst, wenn sich es auflöst. In diesem Sinne schreibt gerne in die Kommentare, es ist alles ein bisschen überzeichnet. Tschüss, bis zum nächsten Mal, freue mich auf dich.